Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. In der letzten Folge, haben wir ja hier ein kleines Feuerchen gehabt. Da ist uns ja unsere Industrie abgebrannt hier hinten. Und, was soll ich sagen? Ich denke mal, diese Folge werden wir weiter fleißig basteln. Und zwar eventuell hier nach unten die Straße erweitern, beziehungsweise allgemein uns vielleicht so ein paar Pläne machen über das ganze Thema ÖPNV. Aber erstmal führen wir hier noch die Straße zu Ende. Heute wieder ohne Facecam, weil ich habe irgendwie nicht so richtig Lust gerade. So, ziehen wir das so. So, dann kann man hier vielleicht mit der Move-It-Mod noch ein bisschen was machen und das dann noch alles ein bisschen runterversetzen. So ist schön. Hier noch ein bisschen mehr Schwung reinbringen, den Knick. So. Check. So, jetzt sind wir möglichst gerade. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Thema ÖPNV. Wir haben ja jetzt wieder schöne, viele neue Dinge dazu bekommen. Und läuft ja an sich auch ganz gut. Wir haben Eisenbahn. Wir haben Buslinien, die auch einiges an Passagieren transportieren, und Straßenbahn. So, das Thema Straßenbahn könnte man eventuell noch ein bisschen optimieren, beziehungsweise können wir auch mit den Dienstleistungen schon mal anfangen. Und da haben wir zum Beispiel hier einen Postdienst. Können wir hier an jeden Bereich einen Postamt setzen. Eins kommt dorthin. Das nächste setzen wir dahin. Anderes Postdienstgebäude. Das ist mal hier irgendwo ins kleine Viertel. Genau dahin. So. Damit sind die jetzt alle angeknüpft. Hier drüben sind angeknüpft. Hier können wir auch noch eins hinsetzen. Hier an der Hauptstraße zum Beispiel direkt. So. Und die kriegen hier auch noch eins. Das bauen wir hier direkt neben die Endstelle. So. Vielleicht den hier oben noch eins irgendwo hinsetzen. Brauchen die zwar jetzt nie wirklich dringend, aber wir können ja mal so freundlich sein und den noch jeweils eins noch mit hinsetzen. Auch hier vielleicht neben Knast, dass die vielleicht Knastkarten oder sowas schicken können, ne, wie sie wollen. Und dann brauchen wir ein Postsortierlager. Und das würde ich vielleicht sogar hier mit einer kleinen Industriestraße abzweigen. So. Genau. Und dann bauen wir den das. Mal gucken, ob das vielleicht kommt. Vielleicht ist das sogar so baubar. So, hier ran. Ja. Wenn man jetzt guckt, dass man das hier vielleicht noch ein bisschen. Daran verschiebt. So, mal gucken, vielleicht klappt das hier. Geben wir denen auf jeden Fall Wasser und Strom. Wasser haben sie und Strom kriegen sie. Ziehen wir am besten. So, direkt vom Postamt hier. Mal gucken, ob die jetzt gleich Fahrzeuge losschicken und ob das klappt. Mit den Fahrzeugen. Das ist ja auch die andere Sache. Da kommt der erste LKW. Mal gucken, wie das so aussieht.
Ja, yeah, sehr schön. Und verdammt, direkt wieder raus. Oh, das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Dann können wir hier vielleicht sogar... Das Thema Schönbau ist ja auch noch so mal so eine Sache, ne? Parkzaun? Passt das von Parkzaun? Passt das? Ja, das ist sogar ganz passend eigentlich. Alles aus, ja. Ja, heute kann man das doch eigentlich sogar gleich einkreisen hier. Hier. So, sieht das gut aus? Ja, das kann man das so lassen. Passen wir das hier wieder so ein bisschen an. Jetzt sind wir nicht gerade. Kann man auch da ran, so. Na, so ein schön, bitte schönes Bauen muss ja auch mal mit vorhanden sein, sonst sieht es dann hinterher nicht mehr gut aus. Hier die Kurve rum. Gerade Linie von hier daran, et voilà. Ein bisschen anpassen. Hier auch ein bisschen angepasst und da sind wir fertig mit dem Postamt. Sehr schön. Okay, gut. Dann ist die Post jetzt fleißig unterwegs. Und wir gucken mal. Polizeitechnisch sieht es hier sehr mies aus. Können wir den jetzt hier was hinbauen? Etwas, das den vielleicht ein bisschen Spaß macht, den gefällt. Kommt hier noch eine Polizeiwache hin. So. Feuerwehr. Haben im Prinzip alle, bis auf die hier unten. Ist aber jetzt erstmal nicht so wild.
Bildung sieht da hinten noch ganz mal aus, da unten auch und hier oben. Ah, das war ein Industriegebiet, ja okay. Hier sieht auch sehr schlecht aus, was die Bildung angeht, aber na gut. So, was ist hier los? Für ein Chaos. So. Die staunt sich hier halt extremst. Was ist, wenn man jetzt nicht sagen würde? Läuft das hier ja vielleicht ein bisschen besser. Ja, sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Die haben keinen Müll. Doch, die haben ganz schön viel Müll, aber halt nicht niemand, der es wegbringt. Kein Bau auf Wasser möglich. Was ist denn hier? Oh, hier ist Wasser. Das ist halt die Frage, ne? Setzen wir den erstmal. Machen wir, warte, wir machen ja eine extra Industriestraße. Ziehen wir hier rüber. So. Und da kommt jetzt direkt ran. Und extra alles, das, was ich brauche. So. Gut. Wasser und jetzt noch Strom. Damit müssten die jetzt eigentlich gar nicht zufrieden sein und Fahrzeuge losschicken. Okay, nein. Herzlichen Glückwunsch, was? Unsere Waldland-Holzproduktion, wo sind die? Hier hinten. Als Stufe 4 erreicht. Oha, sehr nice. Okay, cool. Ich wollte gerade was gucken, das habe ich vergessen. Ach ja, genau. Die brauchen noch was anderes. Die brauchen noch ein Müllumschlagcenter. Das kommt ja einfach direkt mit daneben. Und die schicken jetzt Müllfahrzeuge los, die jetzt hier durch die Stadt fahren und alles beseitigen, beheben, aufräumen, was weiß ich. Und, genau. Wir können ja mal gucken. Wir haben halt hier noch sehr viel Platz zum Bauen. Wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt hier jetzt ein Upgrade durch, heißt wir müssen hier vorne noch mal alles neu verkabeln. Damit die hier nie hochfahren dürfen. Das haben wir ja hier auch gesagt, dass wir nie hochfahren dürfen, ne? Oder? Haben wir das hier gesagt? Hier habe ich noch gar nichts gesagt. Na egal. Dann lassen wir die mal machen. Hier fährt noch ein Biotreibstoffbus. Okay. Dann wird ja vielleicht gucken. Dann ist das hier weg.
Machen alles wieder an, so. An sich ganz schick aus, das müssen wir so noch anpassen. Also. Sieht da schon mal ganz vernünftig aus. Er fährt einen Rettungsdienst wieder los. Dann kann man nämlich hier sogar sagen, warte mal. Wir machen, weil das wird jetzt die neue Hauptstraße hier. Das ganze Baby hier machen wir zweispurig. Naja, kaufen Sie gleich Land, finde ich jetzt nicht. Immer alles aus, ja. Ziehen wir das mal so. Ein bisschen anpassen. Hier nämlich eine schöne Biegung rein, einen schönen Knick, so. Zack. Das ist jetzt mal ein bisschen weiter runter. Also den Radius hier noch ein ganz kleines bisschen vergrößern. Gucken, wird das ja noch sehr schön hingemalt kriegen. Ja, das sieht auch vernünftig aus. Und dann machen wir jetzt hier von da nach da, von da nach da, dann dämpfen wir den Verkehr so langsam aus, dass man sagt, okay, komm, hier, das hier ist, machen wir auf 40, die ganze Straße hier wird 50, dann machen wir hier auf 50 draus, so 80, hier auf 50. Können wir mal eine 40 draus aus dem Streckenabschnitt so. Und hier bremst man dann langsam aus. Also 60, 70, 80, 90. So. Perfekt. Damit haben wir jetzt hier sogar schon die erste Abfahrt. Und von hier machen wir dann, oder? Geradeaus. Und rechts rum. Links rum darfst du nicht mehr, weil links rum macht dann die Spur hier. Jetzt mal kurz die Movement Mod. Hier, das ist ein bisschen passend. Dann kann man hier vielleicht sogar die Erweiterung 9900, kann man es easy leisten. Können wir sogar bauen. Dann nehme ich ja mal kurz den hier. So, alle vorwärts ziehen. Das Ding weiter nach vorne, so. Ja.
Und dann machen wir hier einen Bogen hin. Und jetzt können wir uns dann wieder auch wieder schön ziehen, so wie wir es brauchen. Jetzt wieder in der Höhe anpassen. Also hier noch die Geschwindigkeit natürlich wieder anpassen. Oh, warte, hier fährt erst der Bus los. Oder da ist der Postwagen. Halt darum. Polizeiwagen auch. Oha, wie geil, ey. Oh, das ist ja so schön geworden. Nice. Dann verbieten wir es jetzt einfach, hier links abzubiegen. Hier fast einfach, hier ist einfach einfacher da geradeaus. So, dann müssen nämlich die LKWs jetzt alle hier drüber fahren. Sehr nice, ey. Hui. Können wir mal gucken, vielleicht kann man hier sogar noch irgendwas... Zaun, wie sieht denn der aus? Jo, komm. Können wir uns nehmen. Ziehen wir uns das jetzt so, wie wir es brauchen. Hier ran, so. Noch mal ein bisschen rausziehen. Dann können wir das hier auf der anderen Seite auch noch mal machen. Der Regen ist schon echt ätzend gerade. Der springt jetzt immer so ganz hässlich hin und her, absolut ätzend da. So. Machen wir das dann noch fertig. Unten drunter rechts herum. Ziehen wir das jetzt hier alles schön nah ran. An die Straße, so, das ist auch alles schön nah ran.
Perfekt. Und dann sieht das doch schon mal echt schick aus hier, dieser kleine Weg hier. Ja, das muss ich sagen, gefällt mir sehr. Ja, bestimmt auch hier nochmal einfach eine Gerade durchziehen. Mit dem Radius ein bisschen ändern soll. Ob da runter. Das ist hier wie eine Art schöner, ich nenne es jetzt mal Auslaufzone haben. So. Ja, schick. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier was hinkriegen, ja. Ich bin aber auch ein Billy, ey, so zack. Und zack. Ein bisschen anpassen von der Biegung her. Das hier, ja, dann ziehe ich immer noch ganz schnell ein kleines anderes Stück hin. Gut. Das ist jetzt, das ist das Geile mit der Move. Du kannst dir die Dinge ziehen, die du brauchst. Du kannst alles verziehen, sozusagen. Sogar ganze Rückenpfeiler kannst du hin und her ziehen, passend ziehen. So wird es eben brauchst und das ist das Geile an dieser Mod. Ja. Ja, gefällt mir doch schon. Eigentlich echt gut, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Guck, vielleicht kommt jetzt hier ja gleich mal irgendwo ein Postwagen hoch. Okay, wenn die arbeiten, dann fahren wir auch direkt rüber, okay? So, warte. Komm her, du. Freundchen. Gerade rüber und da das hier Betriebsgelände ist, ...20 km/h sollten eigentlich ausreichen, oder? Jo. Meinst du, man macht hier unten jetzt noch 20? Da kommen sie, die Massen. An Post-LKWs, ey. Oh, hier ist noch die 20 hin und dann fahren die hier rüber. Ja, einwandfrei, du. Einwandfrei, das gefällt mir sehr und das sieht vor allem sehr schön aus auch. Jetzt hier das neue Postamt. Mit Auf- und Abfahrt. Und alle anderen machen dann eben hier rüber. Da kann man ja schon mal für die nächsten Folgen dann den Ausbau der Innenstadt in Angriff nehmen. Ich ziehe das mal weiter eine Gerade runter, so. Gut. Hier hinten, ach, ist auch wieder grün und Gras und schön.
Und das sieht doch, guck mal, wir sind sogar fast auf Ebene 5. 833 Arbeiter. Das läuft einwandfrei und vor allem sind sie auch alle zufrieden und glücklich. Hier die Baumreihe, na gut, egal, ich lasse einfach mal stehen. Wir nehmen wieder schön viel Geld ein und vor allem auch neue, ja, schöne, viele neue Bewohner. Ey, mir gefällt das so gut hier, ne? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, aber ja. Können wir vielleicht noch mal, vielleicht können wir das noch ein bisschen ausbessern hier. So zum Abschluss der Folge noch ein bisschen. Vielleicht noch ein paar Büsche oder Bäume rein. Ich glaube, da reicht sogar einfach auch was Flaches da drin. Das ist ja nicht so viel. Oh, da kam aber gerade einer angeschossen, du Müllwagen. Hey. Bisher wird auch mehr die Auffahrt hier drüben genutzt. Weil die direkt zum Dings führt. Zur Poststelle, aber naja, was soll's. Jetzt sieht's sogar noch schöner aus mit dem. Ach, das sieht ja wundervoll, ey. So. Einwandfrei, du. Okay, aber dann würde ich mich von dieser Folge wieder bedanken. Heute ging es wirklich 30 Minuten lang jetzt wirklich nur um Schönbau und ums Postamt, also gar nicht so viel ÖPNV, was ich mal wieder vorgenommen habe, aber ansonsten ja, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schreibt gerne eure Ideen für die Stadt weiter in die Kommentare, wenn ihr Wünsche, Ideen habt, Vorschläge, was weiß ich, schreibt es gerne rein und dann ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von City Skylines. Bis dahin, ciao.